Hat mich doch ein Kunde angesteckt. Wir haben fast Hochsommer. Wir haben fast schon 27 Grad draußen. Jetzt habe ich einen Schnuppen, du. Fing gestern an, rechte Höhle. Jetzt irgendwie fühle ich mich da. Und ich will heute Abend ins Kino. Ist ja klar. Hab ich ja gesagt. Und Han Solo will ich rein. So, ich biete euch halt nochmal diesen Fanservice. Ich komme auch gleich darauf, was ich mit Fanservice meine. Wie gesagt, wir sprechen über die Haters und wir sprechen über die Lovers. Aber wir bleiben bei den Lovers, weil wir Spaß haben. Wir haben Spaß an Star Wars. Wir haben Spaß also an dem Projekt Star Wars, an die... Sagen wir mal so, Disney will Geld verdienen. Wir sagen, okay, kriegst du ein bisschen was von uns. Und wenn wir damit glücklich sind, behalten wir es halt wie unserem Yoda, Darth Vader und wie die alle heißen. Auch in Kostüme, Cosplay etc. und Popee. Aber wir bauen uns hier ein 3D-Kino. Das habe ich heute mit den Jungs abgesprochen. So richtig mit Liegestühlen und so, um zu gucken. In 3D, gestern einigen vorgestellt. Das ist IMAX 3D. Auf 144 Hertz läuft das Ganze gestochen scharf. Das ist eine neuartige, keine Ahnung, wie das funktioniert, da irgendwann mit Lichttechnik. Haben wir gestern getestet und alle sagten, die Sachen sind ja hier im Wohnzimmer. Ja, genau, deswegen heißt das ja auch so. Ne? Community Wohnzimmer, Star Wars bei Facebook. So, können nicht alle, wir sind ja schon 1000. 1000 passen hier nicht rein. Und manche haben ja bei euch sicherlich ein eigenes Kino. Auch zu Hause sicherlich große Bildschirme und so weiter und so fort. Und nicht jeder ist 3D-Fan, wie meiner einer. Ich komme aus dem Hause IMAX, das habe ich euch schon mal gesagt. Und ich liebe es. Und ich habe keine Zeit nach Sindelfingen oder nach Speyer, weil da stehen noch zwei, die ich sehr gerne immer geschaut bzw. hingefahren und dort geschickt. Ich kenne jede einzelne Sache da und wir haben auch schon einige eingekauft, wie gesagt, für zu Hause. Ich kann den Grand Canyon empfehlen, der ist bombastisch. Nur dieser Grand Canyon in IMAX, 100% IMAX, der macht natürlich eure Geräte strubbelig, erschreckt euch nicht. Wenn ihr nachher den Film zu Ende gesehen habt, dann sieht alles ein bisschen merkwürdig aus, weil die Geräte müssen dann sich wieder neu kalibrieren. Weil 100% IMAX, das ist wirklich Hammer. Aber egal, Star Wars ist nicht IMAX, wird mit ein bisschen gedreht. Da wir diese neuartige Technik haben, sehen wir das ja. Also wir arbeiten nicht mit 120 Hertz oder mit Infrarot. Haben alles da, aber es lohnt nicht, wenn wir mit mehreren gucken, weil die Brillen sind ja in dem Bereich richtig teuer. Das habe ich einmal gemacht, nie wieder. Diese Fernseher gibt es auch nicht mehr. Ich habe einen ziemlich großen gekauft, einen 147er. Ich glaube, wie viel Zoll? 55 oder 65 Zoll war das. So ein, aber sah nicht aus, so einen blöden Bildschirm da. Aber die Brillen waren nicht billig. Leider. Ne? So, aber ein Vorteil, man konnte sie aufladen. Die arbeiten also nicht mit Batterien oder so. Und diese hier arbeiten mit Batterien, die sind also jetzt nicht dieselbe Sache so wie in den Kinos. Die Kinos arbeiten ja ohne Batterien. Das sind ja Wegwerfbrillen, die da irgendwie gereinigt werden. Also die haben das richtige, echte IMAX-Verfahren, was man immer kennt. Einfach Brille auf und gucken. Und wir haben halt dieses IMAX-Verfahren für zu Hause in 144 Hertz. Jeder, der Ahnung hat, weiß Bescheid. Der hat sicherlich auch schon so einen Beamer. Das ist so ein Spezialbeamer, den man mitnehmen kann, wo man auch PCs und so weiter anschließen kann und alles gestochen scharf sehen kann in HD. Und natürlich auch in 3D, wenn der Computer 3D-Spiele da hat. So. Ermüdet halt ein bisschen. Man kann zwar nur einen Film gucken, gestern haben wir den zum Schluss noch nicht mehr geschafft, weil die Uhrzeit war zwar nicht so spät, aber meiner einer muss ja auch viel arbeiten. Ich habe auch gerade eine Riesentüte gesehen schon. Ich musste die ausreden. Sie sind 1300 Meter scannen. Jeder, der Ahnung hat von scannen, 1300 Meter pro Bild scannen. Nicht einfach. Das sind 18 Bilder. 18 Bilder pro Sekunde sind diese kleinen Mini-Dinger hier. Das hier waren jetzt, muss ich nochmal nachrechnen, 120 Meter, also 2x60 Minuten, also 2x60 Meter waren 120 Meter. Pro Bild musste gescannt werden. Ich habe hier 2 Tage dafür gebraucht. Dann wisst ihr, wie lange das dauert. Der wird gerade auch konserviert bzw. konvertiert. Ich gehe auch gerade mal gucken, wie weit der schon ist. Ja, bis zur Hälfte hat er schon konvertiert, nennt sich Mixdown, bearbeitet, weil das muss Fernsehqualität werden, in 18 Bilder pro Sekunde von 60 Bilder reduziert.
weil wir arbeiten halt in Hightech mit 60 Bildern pro Sekunde. So, und dann rennen die, wie die Wilden, die uralten Schätzkes aus dem Jahre 1959 und 1-4 von 1966 waren also zwei Stück. Die werden dann hier auf so einen Chip geparkt und dann werden die auf den Rechner, auf die Timeline und dann wird alles berechnet, neu geschnitten. Das, was nicht funktioniert oder das, was man nicht braucht, nimmt man direkt raus, damit der Filmgenuss dann später in TV-Qualität HD dann auch zu Hause zu sehen ist. Halt 4:6 oder 6:4. Alte Geschichte, ne? Diese alten Sachen aus den 50, 60er und knapp 70er Jahren. So, Star Wars, wie gesagt, da bin ich ja hängen geblieben, weil ich sehr viel Kundschaft hier gerade hatte. Solo Star Wars Story, 71% positiv bis jetzt. Die haben keine roten Tomaten bekommen. Soll was heißen? Ja, soll was heißen. So, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Und ja, darum geht es jetzt in diesem Clip. Wir mögen keinen Spoiler-Wahnsinn. Wir mögen Informationen. Wenn ihr was habt, runterklatschen. Was euch gefällt, nicht gefällt. Was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt. Und so weiter. Und auch Bilder und Sequenzen. Und so weiter und so fort. So, wer aber dauernd Spoiler schreibt, weil er keine Zeit hatte, ja. Wir können nicht nach einem halben Jahr Rücksicht nehmen, nur weil einer nicht im Film war. Ja? Also, tut mir leid. Ich meine, wenn schon Premiere heute ist, um 20 Uhr in 3D, tut mir leid. Also, ja? Wer keine Zeit hat, hat Pech. So sieht's aus. Aber wir wollen Informationen. Wenn ich es heute Abend nicht schaffe, aus welchem Grund auch immer, bin ich froh, wenn morgen ein Kunde kommt und mir das erzählt. Ja? Wie er die Eindrücke da und so weiter und so fort. So, mir macht Spaß. Deswegen haben wir ja die Lovers und die Haters, die wir nicht wollen. Wir wollen keine Haters, wir wollen die Lovers. So, und die Lovers kriegen richtig tolle Sachen wie den Fanservice, wo alles drin ist. Vom heimischen Kino in 3D, habe ich ja gerade vorgeschwärmt, bis hin zu den Figuren, die wir hier besorgen können und versuchen, günstiger zu besorgen. Wie normal, Versuch ist es wert. Deswegen haben wir ja hier diese Fangruppe. Wohnzimmer bei Facebook, Star Wars Community Wohnzimmer bei Facebook. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wer keine Informationen haben möchte, der schaut sich die Informationen nicht an. Oder er weiß, dass hier Informationen, Infos herrscht, dass hier sehr viele Informationen zu sehen sind und erleben, weil wir das gerne. Wir machen ja auch die Sendung, sprechen darüber, weil gehen ja heute einige rein von der Mannschaft, die am Samstag die Dreharbeiten begleiten werden. Und dann werden wir das richtig auseinandernehmen an Solo. Und wir werden, wie gesagt, die Hater. Ich habe auch in der Gruppe schon reingeschrieben, in dieser Gruppe sind jegliche Star Wars Informationen willkommen. Wir machen den Spoilerwahn nicht mit. Einer hat schon quittiert, finde ich auch super. Die anderen haben es noch nicht gemacht. Wie gesagt, wir sind ja auch erst 1000 und wir 30, 40 und 55 plus sind nicht jeden Tag in Facebook unterwegs. Wir sind am Arbeiten. Wenn meiner einer das nicht als Beruf hätte, wäre er so gut wie gar nicht online. Ja? Weil, ja, so wichtig ist er nämlich nicht, das Online-Sein. Wie gesagt, gerade noch einen Antrag bekommen von 1300 Meter, die gescannt werden sollen. Wenn ich einen Auftrag bekomme, freue ich mich natürlich, ist klar, ich bin Unternehmer, möchte Geld verdienen, muss Geld verdienen, um die Rechnung zu bezahlen. Und wie gesagt, die Sendung wird halt kostenfrei gemacht, kostet nichts, jeder kann mitmachen. Und jeder kann auch später, wenn das hier steht, das wird jetzt gebaut, wird ausgerechnet, wie groß die Leinwand und wie weit der Beamer stehen muss. Das wird am Wochenende gemacht. Und wie gesagt, wir schauen mal, es ist auch eine kleine Leinwand da, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, wie das 3D wirkt, damit die auch eine Vorstellung bekommen, warum ich so schwärme. Und die, die halt das gesehen haben, auch schwärmen. Ja, gestern ging es sofort los, das will ich auch haben, egal wie, das wird im Wohnzimmer gemacht, da kenne ich nichts.
Bin gespannt. Ist auch nicht teuer, wie gesagt, das ist alles im Leistungsbereich, knapp 1000 Euro. Gut, mit einer tollen Anlage bis zu 3000 Euro. Mehr braucht man nicht. 7.1 sollte man dann haben, mit allem drum und dran. Und gut gebaut, gut isoliert, damit der Nachbar nicht auch Freude hat, dauernd gegen die Wand zu bollern. Ja, und dann schaut ihr dann halt 3D auf 3 Meter Diagonale. Das ist schon eine tolle Sache, weil dann seht ihr ja nur das Bild. Kein Schrank, keine Wand oder so. Weil wenn man auf den Monitor guckt, sieht man ja das Umfeld. Dann sieht nicht aus. Ihr sitzt ja auch im Kino, seht nur das Bild und nicht alles drumherum. Und wenn der Pech habt, vor euch sitzt einer, der zu groß ist, gut, dann seht ihr seinen Kopf auch noch. Das kann schon mal vorkommen. Das wollen wir natürlich hier dann vermeiden. Wir sitzen alle dann in einer Höhe und gucken dann hier und werden unseren Spaß haben. So, ihr wisst jetzt Bescheid. Überwiegend ist Star Wars in der Kritik, komischerweise. Hat mehr Potatoes bekommen oder Tomatoes bekommen statt Popcorn-Kino. Für mich ist es Popcorn-Kino. Ich gucke mir fast immer Star Wars an, wenn ich Lust und Zeit habe. Ich kann schon mitsingen oder was weiß ich. So richtig, wenn ich mir in der stillen Minute merke ich, ist Unterhaltung, denk nicht drüber nach. S8 ist nun mal so gedacht worden, durch Johnson die sogenannte Verkrustung bei den Star Wars Fans zu lockern, zu entbröckeln, freimachen für Neues. Ja, Johnson will was Neues, weder Old Republic, weder Universe erweitert. Er will was Neues konzipieren, was Neues machen. Ich meine, er fängt ja dann im Juni, Juli schon an. Ich glaube, da wird nichts durchsickern, weil das für andere ist. Grüße, hi. Hallo.